Ja, hallo und zu willkommen zu einer neuen Aufnahme von YOLO Gamer. Und wir spielen heute auf den Server, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die IP unten in der Infobox. Und wir spielen den Modus, das sind so kleine Minigames. Und die muss man halt befolgen. Und ich weiß, und es sind halt so Rätsel manchmal dabei. Ich habe keine Ahnung, nein, hab's nicht bestanden. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wie das geht. Und jetzt geht's zum nächsten Minispiel schon. Also ich finde das eigentlich ganz. Aber ich habe gewonnen. Cool. Und was muss man da machen? Ah, da muss man. Okay. Handbücherregal passt. Habe einen Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Einen Wundenpunkt. Okay. Und ja, es sind eigentlich nur Minispiele. Und was ich noch sagen wollte, wow. Jetzt waren ja urwenig Videos von mir und vom RabbitLP, also von Markus. Und wir haben, also ich zumindest, wir haben sehr, sehr viel in der Schule zu tun gehabt. Ich habe wirklich nichts machen können, tut mir leid. Aber jetzt kommen häufiger wieder Videos. Ich entschuldige mich auch dafür, weil das war jetzt eine echt lange Pause. Und ja, also es tut mir wirklich leid, weil das. Ich habe bemerkt, wir hätten jetzt sicher schon 23 oder 24 Abonnenten, wenn wir nicht jetzt ausgelassen hätten das. Weil, naja, es ist halt schon. Wir machen zwar nicht die besten Videos, aber. Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt schade. Drum. Eigentlich um den Kanal, wenn der so verrottet. Das ist nicht gut, finde ich. Nein! Ich bin schlecht. Auf jeden Fall, ja. Das ist eigentlich das Minigame-Spiel. Ich glaube, wir spielen nach der Runde noch etwas. Weiß ich noch nicht. Da mache ich, glaube ich, einen kleinen Cut dran. Und ja. Ja, da muss man sich da draufstellen auf die Blöcke. Das kenne ich schon. Nee. Okay, da muss man den Baum abbauen. Dann nehme ich immer gleich das obere. Da kriegt man nämlich gleich immer einen Punkt. Zack. Nein, warum? Ich habe doch abgebaut, Mann. Was geht mit dir? Spaß. Fällt wieder alles runter. Oh. Was? Der hat es sogar noch geschafft. Hat der Glück. Er hat richtig Glück gehabt. Ja, da muss man die Skudetten gehen. Nein, was? Ich hab. Oh mein Gott. Ich hab diese blöde Kuh getötet. Und ich bin schon wieder gleich unten. Egal. Ich bin so schlecht in dem. Sterben. Hicke. Foodfight. Wir haben alles gefressen, glaube ich, oder? Hier. Was? Warum? Check's nicht. Ah, das ist. Was? Gewonnen! Yay! Was geht mit dem? Cooler Skin. Muss man da machen? Ich glaube, da muss man den Ausgang finden oder so. Das check ich nicht. Ah, ich glaube, man hat ja. Ich glaube, man darf sich nicht von den Zombies da töten lassen, glaube ich. Yay! Und wir haben gewonnen. Also, ich habe 7 Punkte. Und ich würde sagen, ich mache kurz einen kleinen Cut rein. Und bis gleich, tschüss. Ja, ich habe jetzt kurz geschaut, wie der Server geheißen hat. Und also die ID heißt hub.technuk.net. Wer auch vielleicht sich ein bisschen mit Spielen auskennt, es ist ja Titanfall rausgekommen, auf dem Server kann man das auch spielen. Das heißt aber Ironfall, da werde ich auch sicher noch ein Video machen. Und ich gehe jetzt aber auf einen anderen Server. Der nennt sich, wer den noch nicht kennt, hive.com. IP ist eu.hivemc.com.
Die ganzen IPs von den Servers stelle ich unten in die Infobox rein. Gut. Okay, dann sehen wir uns gleich im Spiel. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder im Game drin. Und wie ihr seht, ich bin jetzt gerade reingekommen. Und ja, so. Ich spiele. Also wir spielen. Spleef. Spleck. Oder Spleef. Oder? Heißt das Black oder Spleef? Schreibt es mal in die Commentaries rein, ob das Spleef oder Black heißt. Ob es andere Spielmodi auch gibt zu Spleef. Würde mich sehr interessieren, weil ich weiß das eigentlich nicht. Müssen wir kurz warten. So, ja, ich mache da einen kleinen Cut rein und wir sehen uns, wenn das Spiel beginnt. Gut, tschüss. So, also jetzt beginnt das Spiel. Und ich habe das jetzt bis jetzt eigentlich noch nie gespielt. keine Ahnung, um was da geht. Achso, ja. Spleef Gun. Ah, ja, okay. Ah, ja, stimmt, ja. Ich kenne das doch. Okay, es könnte jetzt ein wenig ruckeln. Ein bisschen viel ruckeln. Okay, ich glaube. Fail. Gut. Welches nehmen wir jetzt? Hey. Was nehmen wir? Nehmen wir Heidensieg. Ja, nehmen wir Heidensieg. Yay. Heidensieg! Suchen und verstecken. Ich kann mich sicher gut verstecken. Wie viele FPS habe ich? Sie was? Ja, denke ich mir. 7 FPS, ein bisschen mickrig. Aber egal. Vote. Was gibt's? Nehmen wir 4. Ups. So. Ich finde die Map cool. Ich mach. Soll ich noch einen Cut reinmachen? Ja, ich mach schnell einen Cut rein. Gut, bis dann. Gleich. Tschüss. So, und jetzt beginnt das Spiel gleich. Und ich habe mich als Bücherregal getarnt. Wie ihr seht. Bücherregal, yay. Ein Bücherregal. Und wer das noch nicht kennt, den Spielmodi, ich nehme mal an, meine Maus. So. Ja, wer noch nicht den Spielmodi kennt, den erkläre ich jetzt. Ich würde sagen, das ist eine Art Spielmodi, da muss man verstecken, also die Hiders. Und es gibt immer am Anfang einen Seeker, also einen Sucher. Und die müssen, also der Seeker, logischerweise, muss suchen, also die Gegner dann töten. Und die Hiders, die Verstecker, müssen sich logischerweise dann verstecken. Und das ist eigentlich ein cooles Spiel. Also ich mag's. Also ich mag den Spielmodi eigentlich. Und da, wie ihr seht, da unten, da ist ein Seeker. Jetzt sind schon zwei, weil einer gestorben ist. Also so ein Bücherregal oder so. Also ein Getarnter ist schon gestorben. Ich habe gerade bemerkt, das wäre irgendwie eine blöde Idee, weil ich die Map doch nicht so gut kenne. Aber ich glaube, wir rennen raus. Ich glaube, das traue ich eher. Das traue ich mich. Komm. Das traue ich mich. Schnell irgendwo hin, wo es Bücherregale gibt. Oh, 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 oh. So, jetzt bin ich gleich getarnt als Bücherregal. Da oben steht in der Liste, ob ich jetzt versteckt bin gleich oder nicht. So, jetzt bin ich versteckt. Huh, okay. Ihr könnt es auch sehen, wenn das so eine Umrandung ist, dann bin ich, dann steht da einfach ein Block. Aber irgendwie ist es auffällig. Ich gehe dahin. Also für einen, der die Map kennt, das ist eigentlich ein Kinderspiel, wenn die der auswendig kennt, weil dann weiß er genau, wo die Sachen sind und so. Ich habe das ein paar Mal gespielt, aber nicht so oft. Ich bin jetzt nicht der Babu, aber ich würde sagen, ich kann es. Also es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen, genau deswegen, gehe ich jetzt auf Jagd. Deswegen haben wir auch das Schwert bekommen. Cool.
Charlie's Chalet Jagdstag. Duke oder Dog. Keine Ahnung, wie es ausspricht. Duke oder Dog oder keine Ahnung. So. Nein! Was? Nein! So, und jetzt bin ich sicher. Und es gibt noch 12 Verstecke, also Hiders. Und also das Ziel der Seekers ist, dass man die Hiders, also die Verstecker, findet und tötet. Und wenn die das geschafft haben, dann ist das Spiel vorbei, dann haben sie gewonnen. Und warte, da hinten war einer. Das weiß ich noch von vorher. Also da war einer. Vielleicht ist er doch aufgegangen. Und da ist einer. Okay, jetzt habe ich einen getötet. So. Was hat das? Okay, lol. Der Sound. Okay, da ist, glaube ich, keiner mehr. Nee, da ist keiner mehr, glaube ich. Aber ich habe einen getötet. Das ist cool. Habe ich Punkte bekommen. Yay, Punkte. Ich mag Punkte. Ja, ich mag Punkte. Wo könnten die denn sein? Ja. Was? Ah. Ich glaube, das ist einer. Weil einfach da in der Luft einfach steht. Aber ja, stimmt, es gibt keine Ambosse zur Auswahl, glaube ich. Die haben sich ganz schön gut versteckt, die vier. Wo könnten die nur sein? Da kann keiner sein, klar. Ich glaube, nein, das oben könnte es auch nicht sein, weil der da hingeht. Da kann er sein. Auch nicht. Oh mein Gott, so sind die. Okay, einer ist getötet worden gerade. Anscheinend. Vielleicht da irgendwo drinnen? Das ist rätselhaft. Nee. Das ist echt komisch. Ah, es ist schon aus. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal vom YOLO Gamer. Tschüss.